Also das ist ja jetzt Zitronensaft, das sieht man, das ist auch sehr einfach. Aber was wird denn das Gericht, wenn es fertig ist? Es wird ein Frikassee mit Sektcreme-Soße, sag ich immer. Frikassee aus Huhn? Ja, richtig. Und kommt noch was dazu? Ja, das wird jetzt angemacht mit weißem Pfeffer. Mhm. Ja, das macht das jetzt nur einseitig, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Ah ja. Und ich mache mal ein bisschen mehr, das verflüssigt ja, gut, weißer Pfeffer ist wunderbar. Dann haben wir hier Estragon. Auch schön. Blätter. Lieb ich sehr. Ja. Huhn und Estragon sind zwei sehr gut zusammenpassende Dinge. Die nimmt dann so ein bisschen den Geschmack an, das ist toll. Ja, ich finde das auch gut. Und das ist dann, jetzt kommt die Zitrone da drüber. Wird das, sozusagen mariniert, ja. Könnte man das sagen? Genau, also es wird gleich noch zugedeckt für 10 Minuten ungefähr. Das war natürlich jetzt ungeschickt. Macht nichts. Das muss jetzt ruhen. Genau, für 10 Minuten. Ja. Und dann wird das Fleisch dann auch wieder rausgenommen. Ja. Die Zwiebel kommt später. Das kommt alles später, ja genau. Das muss man jetzt einfach nur zudecken. Das brauchen irgendwie so ein Tellerchen mehr. Oder so. Da können wir was für irgendwas. Welche Form hat das? Sowas? Ja, genau. Das ist doch super. So? Mhm. Einfach wegstellen? Genau, einfach wegstellen, 10 Minuten warten. Dann haben wir ein bisschen Zeit jetzt? Ja. Dann mache ich. Ich mache Thunfisch, gespickt mit einer Paste. Und das wird im Rohr nachher gebacken mit einer Tomatensoße. Ich fange mal hier an. Und zwar, das habe ich neulich in einem Rezept gelesen. Und ich bin ja total fasziniert, wenn ich etwas lese. Und schon beim Lesen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da kann ich wirklich also richtig den Geschmack schon spüren. Das fängt an, mach ein bisschen Olivenöl. Und ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass ich diese rote Soße auch einfach zu Pasta machen könnte. Ich glaube, also die ist jetzt, wie gesagt, für den Fisch vorgesehen. Aha. Aber ich bin ganz sicher, Knoblauch, ich habe den schon klein geschnitten. Der soll nämlich so ein bisschen angeröstet werden. Der ist besser klein geschnitten als gepresst. Ne? Normalerweise presse ich den. Ich habe so eine Presse, wo man den ganzen Knoblauch mit der Schale reintun kann. Oh, das ist geht, gut. Ja, geht ganz schnell. Und die bleibt dann nachher, die zieht man einfach raus. Aha. Und dazu kommt eine getrocknete Chili. Da muss man unheimlich aufpassen und sich nachher anschließend sofort die Hände waschen. Wenn man nämlich diesen Händen in die Augen kommt, das ist grausam. Also wenn ich da nicht sofort dran denke, dann lauf ich Gefahr. So, das wird jetzt so ein bisschen braun. Da kommt noch eine Zimtstange, eine ganze, eine sehr ungewöhnliche. Ja, ganz ungewöhnlich. Ne? Dann in Milchreis. In Milchreis, ja. Oregano, getrockneten. Und ein bisschen Koriander, den drücke ich so ein klein bisschen an, damit er etwas, wenn der so etwas zerdrückt ist, dann gibt er etwas mehr Geschmack ab. Mhm. So, und das wird jetzt einfach so geröstet. Ist schon sehr ungewöhnlich, was da alles drin ist. Und bleibt die drinne, die Zimtstange? Oder ja, kommt die nimmt man dann nachher wenn, raus, bevor man es isst. Aber jetzt bleibt die erstmal drin. Wird so ein bisschen braun. Minze, klein gehackt. Eine sehr ungewöhnliche Mischung. Sie allerdings, merken schon. Ja. Ich war auch ganz fasziniert, aber ich dachte, das muss ich mal ausprobieren. So. Und jetzt praktisch die Tomaten. Die kann man auch aus der Dose nehmen. Das sind jetzt frische, die ich gehäutet habe. Das ist ein bisschen viel Arbeit, aber es geht. Und eine frische Chili. Eben hatte ich noch so eine getrocknete. Mhm. Die habe ich auch schon geschnitten. Die ist nicht so scharf. Aber ein bisschen scharf wird schon. So, und das Ganze wird jetzt hier, ich noch ein klein bisschen Öl drauf. So, und das schmuggelt jetzt so vor sich hin, zu 5 Minuten. In der Zeit mache ich den Fisch fertig. Dann kommt das hier drauf und kommt ins Rohr. Also eigentlich sehr schnell, sehr einfach. Den Fisch habe ich einen schon gespickt. Und jetzt spicke ich den noch. Und der geht natürlich ganz leicht, weil das ja ganz zart ist. Das ist diese Paste, da ist auch wieder Koriander, und zwar gemahlener diesmal. Knoblauch, diesmal gedrückt. Mhm. Und wieder Minze. Minze. Nicht schön, ne? Ja. Und Salz. Und das Ganze schon ein bisschen so zusammengemengt, damit wir hier fertig werden. So, und jetzt mache ich da einfach so Löcher. So, und tue ein bisschen sowas, spicke ich da einfach so rein. Es geht ganz leicht, so da, wo die
Ne? So. Und das gibt natürlich diesem ganzen Thunfisch. Thunfisch ist ja so ein Modefisch geworden, hat aber auch ein bisschen ein Ökoproblem. Ne? Ja. Weil wenn es nicht, also ich erkundige mich immer, ob das einer ist, der nicht in diesen Schleppnetzen gefangen ist, mhm. weil sich da die Delfine auch verhaken. Das ja. ist ja ein bekanntes Problem. Und bei den Dosen mit Thunfisch steht ja heute inzwischen bei steht den, auch, drauf, auch schon ja, drauf. Das stimmt, ne? ist ja noch die Frage. Ob es stimmt... Ach Gott, ich meine, das ist natürlich bei vielen Dingen so. Ob das Ökofleisch wirklich so öko ist, immer, man kann es ja so schlecht nachprüfen. Also ich verlasse mich oder hoffe, dass irgendwelche Stellen das auch mal nachprüfen, ob das so das ist. Das hoffe ich auch, das ja. hoffen wir. Mehr können wir ja nicht tun. Ne? Das so, denn wenn wir sagen, wir essen kein Thunfisch mehr, dann essen wir irgendwas anderes. Und da gibt es ja auch immer Probleme. Also irgendwelche Probleme gibt es ja inzwischen fast bei allen Dingen. Das liegt einfach daran, dass die gesamte Welt so unter ökonomischem Druck steht, dass eben das Geld sozusagen überall das Entscheidende und das Wichtige ist. Und das ist halt, ob das die Tomatenhersteller sind, die solche roten, runden Dinger produzieren, die nach allem schmecken, nur nicht nach Tomaten. So, jetzt mache ich das. Wird das ganz kurz auf jeder Seite angebraten, damit die Poren sich schließen. Dies hier schmuggelt schön vor sich hin. Ein bisschen kleiner machen. Hier muss ich jetzt den. Das geht alles. Das ist das Tolle bei Fisch, dass es ja alles so schnell geht. Ne? Ich habe es nachher 8 Minuten im Rohr. Ja. Jetzt jede Minute, auf jeder Seite 1 Minute. Es geht unheimlich schnell. Mal sehen. Ne? Noch nicht, noch ein bisschen länger. Und was essen Sie? Fisch überhaupt? Also ja. Schon. Ja, und viel gerne. Fleisch? Nee, weniger. Also ich habe Schweinefleisch mag ich überhaupt nicht. Ja. Und ich versuche dann einmal die Woche Rindfleisch, ist vielleicht oder zweimal und dann einmal die Woche Fisch. Ja. Aber wirklich wenig Fleisch. Und Geflügel vielleicht? Weil das sehr ja, viel Geflügel, viel ja. Geflügel. Genau, also das kann man auch variieren. Man kann das eigentlich auch mit Pute machen, das Gericht. Ah ja. Und also Pute und Huhn ist häufiger bei uns. Ja, bei mir auch. Also ich bin großer Geflügel, Lamm und Fisch und Meerestiere, also ja, Schrimps ja, und all die genau. Sachen. Das ja, finde ich auch sehr auch. Schön. Und viel Salate. Vorweg mache ich fast nur Salate. Also so als Vorspeise. Ganz viel Salat. Wunderbar. So, das geht jetzt wirklich ganz schnell. Ja, sieht man auch. Muss man denn als Hochleistungssportlerin irgendwelche besonderen Sachen beachten? Ich dachte, dass Sie gerade viel Fleisch essen müssen, weil das irgendwelche Eiweiß hat oder so. Das ist ja, das sagen auch viele, dass also in der Nahrung, wenn man das mal ein bisschen umstellen würde oder da auch mehr drauf achten würde, da könnte man wirklich sehr viel mit rausholen. Ja. Aber ich habe das Problem, ich habe auch Ernährungsberater gehabt, auch in jungen Jahren. Aber die sagen einem dann, man müsste das irgendwie aufteilen, dass man 8-mal am Tag was isst, dass es dann auch kleinere Sachen sind. Man muss es alles zubereiten und die Zeit habe ich einfach nicht. Und das ist dann. Und wenn Sie und ich möchte es auch nicht. Ich möchte mich nicht so in was reinpressen. Ich esse eben auch gern Pommes frites oder so und das mache ich dann einfach. Einfach mal richtig. Ja. Einfach nur in vernünftigen Maßen wahrscheinlich. Genau. Und wie ist es tagsüber, wenn Sie trainieren, wenn Sie da richtig. Essen, kann man dann noch schwimmen mit vollem Magen? Ja, also wenn ich vorher vor dem Training esse ich eigentlich nichts. Das ist dann mittags, ich trainiere dann halt abends wieder. Und vor dem Training zum Beispiel morgens esse ich gar nichts. Das ist auch nicht das Gesündeste, aber das kann ich nicht, weil ich habe dann beim Training Probleme damit. Ja, das glaube ich. Dann lasse ich das wieder also weg. Abends dann essen, ja. Das tue ich auch. Abendsessen ist ja auch ein Genussessen. Ja. Und ich finde, aber auch ungesund. Es ist ungesund. Ja. Ja und nein. Also ich will Ihnen sagen, ich habe ja da so eine eigene, jetzt gieße ich ein bisschen von dem ab. Und schau mal, mach mal aus. Und jetzt kommt Wein rein. Den werden wir auch gleich trinken. Ich benutze immer den gleichen Wein, den ich trinke zum Kochen oder umgekehrt. Den gleichen Wein, mit dem ich koche. So ein halbes Glas, das wird jetzt spritzen. Geht. Das wird jetzt heiß. Ne? Ups. Aber geschickt. Ne? Ja. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt kommt der wieder da rein. Der Thunfisch. Der hoffentlich ohne Delfine zu beschädigen, gefangene Thunfisch. Salze ich ihn noch ein bisschen. Pfeffer ein bisschen, darf ich mal dahin. Ja.
bisschen Salz. So. So, und jetzt kommt das drauf. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich mich nicht verbrenne. So. So, einfach so drauf. Und den Rest so daneben. Ja. Mhm. In 8 Minuten können wir es essen. Das ist ja wirklich schnell. Also na, das ist doch toll. Das ist auch wieder ein Gericht. Sie so lieb sind und den Backofen auch. Sie, ja. Sie brauchen doch sicher auch Sachen, die einfach ziehen. Einfach ziehen? Ja, nur ziehen, ja. Sie müssen doch sicher auch wenig. Sie haben sicher wenig Zeit und müssen auch Sachen kochen, die einfach gehen und schnell. Ja, mache ich auch. Also bei mir auch. Ich meine, ich muss ja auch noch ein bisschen was tun, außer kochen. Ja. 8 Minuten, ja so. So, dann können wir bei Ihnen weitermachen. Also müssen wir es jetzt wieder rausholen aus der Marinade. Ja. Normalerweise. Und kleinschneiden. Ja. Ungefähr 1 Zentimeter weit. Das haben wir jetzt schon vorbereitet. Das haben Sie vorbereitet. Genau. Wo ist es, im Kühlschrank? Ich denke, ja. Mhm. Richtig. Es wird dann auch abgetupft. Ja. So ein bisschen also von der Marinade weggemacht, genau. Darf ich den zum Kochen schon einen kleinen Schluck anbieten? Ja, das können wir machen. Wir haben ja auch noch Wasser gegen den Durst. Ein Frankenwein, nur ganz kurz, damit Sie wissen, was wir trinken. Ein Silvaner. Soll ich Ihnen da helfen? Geht. Ja, ich kann ein bisschen länger halten, ne? Ja, dann, jetzt geht's schon. Das reicht. So. Ja. Darf ich kurz zeigen? Ja. Ein Silvaner Spätlese trocken, Iphofer Kronzberg aus dem Frankengau. Franken sieht man sofort. Ja. Ne? Die Flasche ist unverkennbar. Die berühmte Boxbeutel. Komm, also ein bisschen Butter hier in die Pfanne. Ja. Die so aufgeschäumt wird. Ja, das ist jetzt auf höchster Stufe. Mhm. Wollen wir probieren, so ja, zwischendurch, ein Schlückchen. Das ist ja. Ne? Ich muss noch was zu dem Essen am Abend gleich sagen. Prost zum Prost. Wohl. Lecker? Ja. Der passt doch schön zu dem Huhn, passt auch zum Fisch. Ja, mag ich auch sehr gerne. Haben wir, glaube ich, gut. Schöner Trockener sowieso. Nicht ganz so säurehaltig wie der Riesling, aber angenehm. So. Ja, sehr angenehm. Also das muss jetzt so ein bisschen aufschäumen. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ja. Und da kommen dann gleich das Huhn rein, als erstes. Das Huhn kommt als erstes, genau. Und nach Möglichkeit soll das nicht ganz so heiß werden, aber ich kriege das nie hin. Also bei mir kocht es trotzdem immer, obwohl man immer sagt, das soll nicht kochen. Was du jetzt hier? Das ist jetzt noch nicht so wild, aber das ganze Gericht als solches, also ach so, wenn man das dann zubereitet, das ist nicht so. Also nicht so heftig, vor sich mehr so klein. Brutzelt, ja. Genau. Das ist dann irgendwie. Ist das jetzt ein Rezept aus einem, also nach einem Rezept, ein Gericht nach einem Rezept oder ist es so selbst entwickelt? Nee, nicht selbst entwickelt. Also die Idee stand schon im Kochbuch. Ja. Nur ich bin, mag das eben. Genau, lieber, wenn man da immer so ein bisschen seine eigene Note noch mit reinbringt. Ja. Und naja, beim Abschmecken und so passiert das ja ganz automatisch. Sowieso. Ja. Darf ich das? Ja, danke. Aber improvisieren Sie auch, dass Sie so einfach sagen, abends mache ich schnell irgendwas, was noch da ist und so? Ja, klar, schon. Logisch. Ja. Das macht auch Spaß, ne? Ja. Man ist immer ganz stolz, wenn dann aus den Sachen, die man noch übrig hat, in den Schränken doch noch was geworden ist. Ja. Kochen Sie regelmäßig? Ja, wenn ich das nicht machen würde, dann würde mein Freund das machen und der steigt dann auf Dosen. Ah, der steigt auf Dosen. Ich glaube, wir tun es nach vorne, weil die etwas größer ist. Ja, es geht ein bisschen und schneller. Und es geht ein bisschen schneller. Genau. Wir sind jetzt hier ein bisschen. So. Ja. Das ist gut. Ja, also 4 Minuten, sagt man, soll es ungefähr von jeder Seite braun, hellbraun angeraten. Ja. Das wird jetzt schon auf der großen Flamme. Man merkt schon, das wird gleich ein bisschen schneller. Ja. Genau. Das ist ja auch komisch. Ihr Freund, mit dem Sie zusammen leben, ist ja auch Ihr Trainer. Ist das nicht manchmal schwierig? Doch. Doch, das glaube ich. Wenn man so eng und dann ein Trainer muss einem ja auch immer wieder manchmal etwas hart sagen, mach das, mach das, mach das. Ja. Aber es geht offensichtlich doch, weil Sie ja schon sehr lang zusammen sind. Ja, das stimmt. So. Es ist nicht immer einfach. Also ich meine, man muss sich dann auch viele Sachen anhören und Kritik natürlich auch. Ja, nicht das immer nur gehört positive ja dazu. Sachen. Ich meine, dafür. Genau, und dann das Versuchen, nicht mit nach Hause zu bringen, ist nicht immer einfach. Also ich bin dann schon manchmal ein bisschen mucksch. Aber das Kochen ist vielleicht ganz gut, das lenkt ab. Und das, also mich lenkt es von allen anderen Dingen ab. Und ich konzentriere mich völlig auf das Gericht. Und das finde ich immer eine ganz schöne Sache. Genau. Also manche sagen, das tust du dir an,
nach einem harten Tag, wo du gearbeitet hast, noch zu kochen, sage ich, na gerade dann. Das ist schön. Und das mit dem Abendessen wollte ich noch sagen. Also es mag ja ungesund sein, aber ich glaube, dass Gesundheit auch sehr viel mit Wohlbefinden zu tun hat. Und wenn das Abendessen mehr Spaß macht, dann ist man doch besser, psychisch besser drauf. Und das kann nur für die Gesundheit gut sein. Also ich glaube, insofern, es mag zwar dann im schwer liegen und so weiter, aber von der Psyche ist dieses Abendessen, wo man sich hinsetzt, vielleicht ein Glas Wein dazu trinkt, ist einfach schöner. Also für mich ist das eine sehr große, schöne Sache, auf die ich mich freue, den ganzen Tag eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ich habe auch kein Problem damit. Auch immer, wenn jemand zu mir gesagt hat, dass es ungesund ist und ob ich nicht mehr versuchen sollte, mittags zu essen. Erstmal esse ich dann mittags alleine. Ja. Da habe ich schon gar keine Lust drauf, mich alleine zu kochen. Genau. Und ich finde es einfach, ich habe mich auch daran gewöhnt irgendwie. Und ich merke das dann manchmal, natürlich ist es ein bisschen schwer, wenn man ins Bett geht. Ja. Aber trotzdem, es ist dann. Und wir essen ja alle nicht mehr solche schweren Sachen. Sie werden ja wahrscheinlich auch wenig so schwere Soßen und so. Man macht mal eine Sahnesoße, aber sonst normalerweise auch alles. Also wenn ich so einen Fisch zum Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe, das ist so leicht. Bisschen Öl, die Tomaten, da ist ja auch nicht so schweres, was im Magen liegt. Ne? Nee. So, na, das sieht ja schon ganz gut aus hier. Ja. Das ist jetzt so. Das war doch gut, dass wir es auf die große Flamme getan haben. Ja, genau. Bisschen besser. Sehr schön. Sehr schön. Sieht auch sehr, sehr lecker aus, muss ich sagen. So, und jetzt kommen. Dann isst ihr auch mit den Augen, ne? Genau. Jetzt kommen Schalotten rein. Ja. Mit diesem Löffel hier. Das sind also so Zwiebelchen, die man normalerweise vorher rein. Die werden auch schon verschmolgelt jetzt. Die werden jetzt wahrscheinlich, ne? Genau. Richtig. In den 4 Minuten oder so werden die schon dunkel geworden. Genau, und so ist es dann. Also ich finde, es hat immer irgendwie so ein spezielles Aroma ist dann immer so drin. Aber wenn ich es immer esse, schmecke ich das immer noch raus. So richtig dann. Ein bisschen Schalotten, ein bisschen diese feinen. Die sind ja sehr mild, milder als die anderen Zwiebeln. Die sind sehr. Ach so, Vorsicht. Ich habe auch noch solche kleinen. Wo sind die denn? Hier, guck mal, das finde ich auch ganz schön. Verhüterli. Die sind auch gut, Die kleinen. Jetzt brauche ich die Scampis. Scampis, sind die auch im Kühlschrank? Ja, die sind auch im Kühlschrank. Ja. Ah ja, wunderbar. Die müssen noch so ein bisschen. Die sind halbiert, ne? Ah, da ist noch eine. Genau. Da können wir vielleicht zeigen, wie wir die. Ich mache die ja auch sehr oft. Die kann man ja so wunderbar. Also ich habe da auch immer ein bisschen Probleme mit, dass sie da. Also ich habe eigentlich kein Problem. Manchmal sind sie dann auch geteilt. Ja. Aber so ist es hier. Es geht eigentlich sehr leicht ab. Genau. Unten zieht man den Schwanz weg. Genau, richtig. Und dann kann man noch gucken, ob da ein Darm drin ist. Ja. Das ist meistens immer so ein kleiner schwarzer Schwanz. Genau. Und dann muss man den noch rausmachen. Ja, ein bisschen was war drin. Aber nicht alle. Die haben manchmal haben sie einen etwas unterentwickelten Darm. So, wunderbar. Ne? Ja. Sehr schön. Sehr gut. Gut. Muss man denn vor Wettkämpfen irgendwie was Besonderes essen? Also es gibt verschiedene Sachen, die man machen könnte. Und natürlich Kohlenhydrate ist das Beste. Sie Speicher gefüllt werden, aber es ist auch am effektivsten, wenn sie vorher erstmal geleert werden. Also ich mache manchmal dann 3 Tage Diät vorher, dass ich nur Obst esse und Joghurt, also sehr gesund und fettarm. Aber das nur für spezielle Für die Höhepunkte. Für die Höhepunkte, nicht dauernd Diät irgendwie. Das wäre um Gottes Willen. Und dann halt die letzten 3 Tage vorm Wettkampf absolut nur Kohlenhydrate. Ah, also wirklich Nudeln und Schokolade. Brot. Ich bin ein Typ, ich kann mir keine Schokolade verbieten. Also ich habe das mal gemacht und dann habe ich innerhalb von 3 Wochen 15 Kilo zugenommen. Nein. Doch. Da habe ich alles das gegessen, kann man was ich zwischen den Fingern bekomme. Jemand, der jeden Tag trainiert, der soll überhaupt noch zunehmen. Das sagen alle, dass sie denken dann, also jemand, der so viel trainiert, der kann gar nicht so viel zunehmen auf einmal. Aber es war so. Ich habe auch sehr viel damit zu kämpfen gehabt. Ach, da bin ich jetzt überrascht. Und lassen Sie sich regelmäßig untersuchen, so, also auch ob alles. Ja. Denn das ist ja doch eine ziemliche Belastung. Mhm. Dieser Sport ist ja eine Körperbelastung. Ja. Und da muss man schon sehen, wie der Körper auch darauf reagiert. Ja, mache ich. Jetzt brauche ich noch jetzt hat mein die Sonne geklingelt. Ich brauche noch das Ei. Machen wir mal aus hier. So. Ich mache das mal ein bisschen auf, damit es nicht weiter gart. Und wenn Sie hier fertig sind, da haben Sie jetzt ein Ei.
Genau, mit einem Eigelb. Ein Eigelb? Ein Gelb, genau. Und das ist Sahne, ein bisschen Sahne. Richtig. Aber relativ wenig für so einen großen Topf. Also. Ja, das stimmt. Ich würde also unter das Frikassee. Schön. Oh, das sieht alles sehr lecker aus. Und es geht ja auch so schnell. Im Grunde, außer diesem Marinieren, haben wir das ja jetzt auch alles gemacht, während wir hier ein bisschen erzählen. Ja, es geht sehr schnell, weil wenn man erstmal das Fleisch angebraten hat, dann wird alles andere einfach nur noch hinzugefügt. Ja, und die Shrimps sind ja in 2 Minuten, 3 Minuten das praktisch geht schnell, gar. Ne? Ja, das geht ganz schnell. Super, toll. Ja, das ist schon genau ein Gericht für mich auch. Also das muss, komm nach Hause ruckzuck und dann ein bisschen vorbereiten und dann geht's los. Sehr schön. Jetzt kommt noch die Marinade, in die wir das Fleisch gelegt haben am Anfang. Die kommt jetzt noch hinzu. Aber erstmal müssen wir den Piccolo reinschütten, bevor wir das machen. Was kommt? Also die Marinade ist mehr so zum Abschmecken. Aha. Jetzt kommt der Sekt, weil es ist ja eine Sekt-Cremesoße. Ah, Sekt-Creme, richtig. Genau. Ah, ja, wunderbar. Haben wir einen guten deutschen Sekt. Es gibt nämlich jetzt auch tolle deutsche, der ist aus Pinot, ein Pinot Brut, also man weiß sogar aus welcher Traube. Und das ist schon was Besonderes. Also nicht mehr so wie früher, wo man dann so. Der kostet auch nicht 2,30 Mark, sondern der kostet schon ein paar Mark. Ne? Das ist schon was Gutes. Gut. Es kommt schon an Champagner ran. Die Deutschen dürfen es nur nicht so nennen. Jetzt wird es wieder ein bisschen abgekühlt. Das ist eben das immer das Ganze. Normalerweise soll man das jetzt nicht erhitzen, aber es geht fast gar nicht. Und durch den Sekt kühlt es jetzt eh wieder ein bisschen ab. Ja, also es soll nicht richtig hoch kochen, sondern eher nur so ein bisschen. Wir können das ja auch etwas kleiner machen. Ja, genau, das ist gut. Denke ich mal so. Mhm. Das jetzt, das mal so ein bisschen zurück und mach dafür die Flamme ein bisschen kleiner. Genau, und jetzt mache ich, also so ein Salztyp bin ich eigentlich auch nicht, aber es muss trotzdem so ein bisschen, so eine Prise Salz dazu. Na gut, zusalzen kann sich jeder am Tisch immer noch auf dem Teller, wer es salziger mag. Ne? Und Cayennepfeffer. Ah, da bin das ich immer sehr vorsichtig, weil ich mag nämlich auch nicht so gerne die scharfen Sachen. Aber so ein bisschen so gibt ja so eine, so eine Schärfe, die ganz angenehm ist. So, ich tue schon mal ein bisschen Thunfisch auf den Teller. Mhm. So. Der ist jetzt heiß. So, das sind natürlich jetzt Riesenstücke. So. Sieht aber lecker aus. Sieht lecker aus, ne? Ja. Ich will das hier, sonst ist alles voll. Also da kann man ja nichts sagen und es riecht toll. Das stimmt. Und man riecht auch den Zimt jetzt. Ja, das da ist die Stange. Das schmeckt exotisch jetzt. Ein bisschen exotisch, ja. Darf ich Ihnen das? Ja, na klar. Das darf jetzt da so vor sich hin. Ja, nur noch so ein bisschen. Aber es ist, genau es, so. Es ist, es ist wirklich so ein bisschen, man kann köchelnderweise. Nur so ganz leicht. Es ist so eine kleine Bewegung drin. Genau, das ist super. So, ich glaube, Thunfisch ist ein Fisch, den man auch mit Messer essen darf, weil der fast wie ein Steak ist. Ne? So, jetzt wollen wir sehen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich auch. Also, er ist durch, aber er ist nicht trocken. Das ist das Wichtige. Denn es gibt ja auch Leute, die essen den roh. Aber ich habe ihn dann in diesem Fall schon gerne durch. Und es ist sicher sehr heiß. Vorsicht. Ja. Mhm. Bisschen Salz. Für meinen Geschmack. Bisschen scharf ist er. Das ist auch der Cayenne. Ein bisschen, also Chili. Und Chili natürlich. Mhm. Ja, aber es geht, finde ich. Also ich, wie gesagt, ich mag ja scharfe Sachen gar nicht so nicht gerne. Ja, nicht Cayenne, aber Chili. Und es ist richtig, wenn man dann natürlich so eine Stelle erwischt, wo das gespickt ist, hier, genau. Das muss man dann sehen. Da kommt dann natürlich dieser ganze Geschmack von der Minze und dem Knoblauch und dem Koriander. Mhm. No? Aber lecker. Man spürt plötzlich die Minze ein bisschen, aber nichts dominant, das ist auch wichtig. Also wenn ich die Paste mische, muss man sehr vorsichtig sein. Wenn es am Schluss nur noch nach Knoblauch schmeckt, dann kann man das Ganze vergessen. Das muss schon die Minze, Koriander, alles so ein bisschen
zusammen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Dazu danach ein Schluck. Haha. Ein Frankenriesling, ein Silvaner. Schön. Wie sieht's aus? Wir haben es ein bisschen groß. Ich mach's noch kleiner. Nee, so ist super. So ist es gut? So ist gut, ja. Also es ist auch fertig jetzt. Ist eigentlich fertig. Mhm. Ganz runternehmen. Dann hole ich mal Teller. Das kann man auf die schönen großen tun. Und was war noch mit dieser, mit der, Sie wollten irgendwas noch reintun am Schluss? Die, ach, die Marinade, Marinade. Genau. Ha. Aber wo ist die? Das ist eine gute Frage. Hier, hier war das. Nein, hier ist sie. Ah. So ein bisschen zum Abschmecken? Nee, die kommt eigentlich vollständig rein. Also das Abschmecken ist eher so. Hier ist ein Löffel. So, ah ja, genau. Hier. Zum kleineren. Kleiner? Ja, das reicht jetzt nur so ein bisschen. Also das ist ja wirklich nicht viel, weil das ist auch nur ein Saft von einer halben Zitrone. Ah ja. Aber das ist dann. Ja. Das darf nicht fehlen. Da ist ja auch so ein bisschen noch der Pfeffer. Wenn Sie jetzt zum Abschmecken, zum Probieren einen großen Löffel brauchen. Genau, so eine Kelle ist immer. So eine Kelle, ne? Gut, ja. Mhm. Das ist okay. Mhm. Okay, fehlt was? Nee, eigentlich nicht. Gut. Nee, ich mag das. Doch. Wollen Sie selbst Ihr eigenes Gericht? Sehr schön. Sieht toll aus. Sieht wirklich toll aus. Ja, und dann danke. So Nudeln, bisschen Soße noch. Mhm. Sehr schön. Toll. Mm. So. Ja. Das kann man doch wahrscheinlich so, ne? Da braucht man gar kein Messer, das ist ja so mundgerecht. Genau. Und das ist auch, die Soße ist jetzt zwar ein bisschen flüssig, aber es sind eigentlich so Kroketten oder Tagliatelle. Also ich mache immer diese Bandnudeln dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, ein bisschen Weißbrot. Das könnte man, darf ich Ihnen so, da kann man ja auch schon ein bisschen dunkeln. Ja, ne? Genau. Mhm. Wunderbar. Lecker. Da passt natürlich der weiße Silvaner ganz toll dazu. Danke. Okay. Danke. Ja, danke auch.